Der Klang eines Schlüsselbundes dürfte den meisten von uns bekannt sein. Doch wie klingt das Ganze im Ultraschallbereich? Die Ultraschallsignale wurden mit einem IMP23ABSU MEMS-Mikrofon aufgenommen, mit einem selbstgebauten Verstärker gefiltert und verstärkt und letztendlich mit einem SDR-Play ASP-DX Software-Defined Receiver hörbar gemacht. Aufgrund des extrem kleinen Footprints des IMP23ABSU MEMS-Mikrofons habe ich mich entschlossen, ein eigenes Breakout-Board zu entwerfen. Das Breakout-Board ist sehr schlicht gehalten und enthält neben dem Mikrofon selbst drei Kondensatoren. Falls jemand Interesse an unbestückten Boards hat, davon habe ich noch einige übrig, also schreibt mich gerne an. Die Platine für den Verstärker hingegen habe ich zu Hause selbst geätzt. Er ist konsequent in SMD-Bauweise gehalten und enthält ein Dual-Op-Amp vom Typ TLV6002. Die Verstärkerschaltung selbst ist hier gezeigt. Es ist eine ziemlich klassische Dual-Op-Amp-Verstärkerschaltung mit zwei Kondensatoren, die den Frequenzgang so verändern, dass er für den Ultraschallbereich von Vorteil ist. Der gemessene Frequenzgang des Verstärkers ist mit der aktuellen Bestückung schon ganz brauchbar für Ultraschallanwendung. Jedoch werde ich diese Schaltung in der Zukunft noch optimieren und auch dafür ein Platinenlayout erstellen. Das mit dem MEMS-Mikrofon aufgenommene, verstärkte und gefilterte Signal wird nun einem der Eingänge des SDR-Play ASP-DX zugeführt. Das einzige, was jetzt noch fehlt, ist eine geeignete Ultraschallquelle zum Testen. Leider hatte ich gerade keine Fledermäuse im Labor, aber durch Zufall habe ich herausgefunden, dass mein Schlüsselbund den Zweck als Prüfquelle auch erfüllt. Und so klingt das Ultraschallsignal in SDR Uno. Gießt man in der Nähe des MEMS-Mikrofons Wasser von einem Becherglas in ein anderes, so ist auch dies deutlich im Ultraschallbereich wahrnehmbar. Wenn euch das Video gefallen hat, helft mir durch Liken, Abonnieren und Kommentieren, den Algorithmus etwas anzustupsen. Bis zum nächsten Mal.